Oh, ist das schön, wie alles wächst. Herrlich. Oh Mann. Was eine Riesenfreude. Hallo, ihr Lieben. Ich bin gerade im Garten angekommen und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich bin aufgeregt, aufgedreht, letzte Nacht auch nicht viel Schlaf gekriegt. Die Eiterligen sind vorbei oder sind dem Ende nahe. Letzte Nacht war bei uns das letzte Mal so 0, minus 1 Grad und ja, jetzt ist es soweit. Im Gewächshaus warten jede Menge Pflänzchen, die hier in die Beete wollen. Ich habe auch. Ja, vom letzten Video zu jetzt, das ist ja ein wunderschöner Gartenrundgang gewesen. Ich werde ihn euch auch nochmal oben rechts verlinken. Da habe ich schon gezeigt, was ich alles so wieder getrieben habe. Ist ja eine Menge passiert, war wieder ein großes Update, war ja auch eine Riesenfreude. Und darüber hinaus habe ich natürlich weitergemacht, ne? Also es ist wieder weiter Beete frei und somit ist ganz viel Platz entstanden. Und ich habe ich habe Hommeln im Mors, die ganzen Sachen aus dem Gewächshaus hierher zu bringen, hier ab in die Beete zu pflanzen. Vorab gesagt, es ist normalerweise so, dass man die Pflanzen so nach und nach an draußen gewöhnt. Und ja, es ist letztes und vorletztes Jahr war mir das egal und ich hatte trotzdem tolle Ernten. Deswegen, ich mache das so abrupt wie die letzten 2 Jahre. Wer da vorsichtiger vorgehen möchte, dem möchte ich einmal weitergeben, was ich so über andere Videos gelernt habe oder auch erlesen habe, dass man so peu à peu die Pflanzen mal gewisse Zeiten nach draußen packt. Dem Wetter entsprechend, die sind noch empfindlich, was oder sollen noch empfindlich sein, was Sonne und so weiter angeht. Denke ich, wird auch bei mir so sein, dem möchte ich nicht widersprechen. Aber ich glaube, dieses Abhärten und so, das kam den Pflanzen letztes Jahr zugute. Ich hatte Tomaten ziemlich früh draußen und die mussten dann halt auch per Schock in die Beete, mussten sich durchkämpfen und ich hatte Riesenstämme nachher und die standen richtig toll da und ich hatte eine Riesenfreude trotz super verregneten Sommers. Also nur mal so ein Beispiel. Ich mache einfach, ich mache das auch wie die letzten Jahre. Da müsst ihr dann selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. Aber ich kann nicht warten, der Kram so in die Beete. Ich bin da sonst ein ganz geduldiger Mensch. Aber ich würde sagen, der 15. Mai, Eisheiligen vorbei. Das ist schon ein besonderes Datum. Da fiebert jeder Gärtner irgendwie hin. Bei mir wächst alles. Es ist Spinat und ich muss euch das nicht aufzählen. Das könnt ihr euch im Gartenrundgang angucken. Aber es ist ja schon wieder eine Zeit vergangen, eine ganze Woche. Und ja, ich mache einfach los. Gartenrundgang wird es heute nicht geben. Es wird aber in die Beete gehen und ihr könnt auf jeden Fall an jeder Ecke irgendwie was Neues entdecken, beziehungsweise den Fortschritt des Wachstums meiner Pflanzen. Ja, ich werde jetzt rüberflitzen ins Gewächshaus und nehme die Schubkarre mit und dann werde ich den ersten Schwung hierher holen. Meine Taktik, ich fange so mit solchen Sachen wie Kohl an, die sowieso, wenn es jetzt doch irgendwie anders kommen sollte vom Wetter oder auch von der Zeit, wie auch immer, dass die Sachen schon mal draußen sind und dann kann man mit den anderen dann nach und nach nachziehen. Aber je früher, desto besser, sagen ja alle. Für mich fühlt sich das gerade auch so an. Ab heute auf jeden Fall. Und der Kram kommt in die Beete. Aber was ich nicht schaffe, da bin ich dann nicht traurig. So, Schubkarre holen und auf geht's. Heute ist das ordentlich pusig, aber ich habe für euch noch die Sonne bestellt. Also mit der Sonne sollten wir noch beglückt werden in diesem Video. Aber Wind lässt sich nicht vermeiden, das ist wieder eine pustige Zeit bei uns, immer so ein bisschen Wetterwechsel. Ihr kennt das vielleicht bei euch auch, aber ich mache jetzt einfach weiter, Pflänzchen holen und ja, das ist gleich, ne? So, wie schön, die Sonne habe ich euch gleich mitgebracht. Ja, ich sage ja, die wird uns begleiten, sehr schön. Ja, und dann gucken wir doch mal, was wir hier drin haben. Ich liebe das, im Gewächshaus zu sein. Das ist so schön, gerade sogar super angenehm. Tomaten und so weiter ist ja nicht alles meins. Man sieht, das verändert sich hier stetig. Das gehört auch alles dem Herbert, da hat er schon ein paar Pflänzchen, Tomate, eine veredelte. Und ja, da sind so ein Tomätchen von mir. Da haben wir Spitzkohl, Mais. Ja, wo fangen wir denn an? Ich bin ja, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich habe gesagt Kohl und so weiter und ich würde sagen, nee, ich fange mit dem Mais an. Der kommt einmal mit. So, da passen nur 4 Dinger auf meine Schubkarre. Und wir haben zur Auswahl Zucchini, Zucchini, Kürbis, 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 alles Pattison oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Oh, der Rotkohl wächst. Oh, wie schön. Oh, herrlich.
Ja, ist aber jetzt nicht dran. Es geht um die Pflanzheit und die Pflanzen, die in die Beete wollen. Und ich packe mir auf jeden Fall einen Patterson ein. Der sieht doch schon schön aus. Physalis brauche ich auf jeden Fall noch. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich drehe durch. Ich merke gerade, Zucchinis brauche ich ja doch zwei und am besten verschiedene. Was haben wir denn hier? Romanesco. Romanesco, zwei Stück. Ach, wisst ihr was? Die raue ich doch auch gleich beide. Ja, ab ins Kiholbeet damit. Übrigens zum Thema Mischkulturen werdet ihr heute einige Infos kriegen. Das wird eine ganz spannende Folge. Wenn ich dann in die Beete gehe, zeige ich euch, was ich so zusammenpflanze, welche Pflanzen ich gut vertragen und ihr werdet auf jeden Fall auch ein paar nützliche Infos von mir kriegen, die ihr für zu Hause braucht. Ich habe so die Wesentlichen rausgesucht und mich da über verschiedene Videos informiert und ein bisschen was erlesen. Oh ja, seine Tomaten sehen auch toll aus. Also ihr könnt gespannt sein. Ich packe mal zu Ende und dann geht es gleich wieder rüber. Für euch spule ich jetzt vor. Guckt euch das an. Oh, wie schön. Sonne spielt weiterhin auch mit. Das freut mich. Und die bringe ich jetzt erstmal rüber. Darunter ist übrigens der Mais. So. Ja, es ist noch gut pussy. Die sollen jetzt auch sicher ankommen. Deswegen fahre ich mit denen wie auf rohen Eiern. Hier war irgendwo eine Kante. Ja, alles super. Zup. Jetzt muss ich mir überlegen, wo lasse ich die Dinger denn jetzt eigentlich? Ich versuche mal bestimmte Sachen schon dahin zu packen, wo ich sie nachher als erstes brauche. Das wäre dann die Zuckerbusch, das ist hier vorne einmal. Hier habe ich auch noch ein paar Tomaten, ist aber nicht so wichtig. Physalis ist mir wichtig, die kommt hier vorne hin. Ach schön, das ist ja, so macht das doch Sinn. Hier muss ich gucken. Eigentlich auch nicht schlecht. Da sind ja Zucchinis bei. So, und dann haben wir hier noch den Mais. Oh, das wird toll. Das wird richtig toll. Ja, und den kann ich doch einfach mal ganz frech da in die Mitte packen. Hier kommt man näher ran. Ja, das wird hier ein ganz besonderes Beet. Ich habe es im letzten Gartenrundgang schon erzählt. Das wird das Indianerbeet. Super Pflanzpartner, Kürbis, Mais und einmal Rankbohnen drumherum, also Stangenbohnen, die dann da schön am Mais hochwachsen können. Ja, das wird eine Riesenfreude, aber das ist deutlich aufwendiger als die anderen Geschichtchen. Und ich habe jetzt auch das Saatgut noch nicht da von den Bohnen. Das kommt nachher. So, ich hole jetzt den nächsten Schwung. Auf geht's. Ja, was habe ich hergeholt? Hier unten sind noch die Zucchinis und der Kürbis, von dem ich geredet habe, den ich eigentlich nicht mitnehmen wollte, habe ich jetzt trotzdem alles mitgenommen. Je mehr ich da drüben raus habe, ich habe hier noch das Mini-Gewächshaus, umso besser fühle ich mich freier. Herbert hat mehr Platz und kann auch schon loslegen mit Sachen, worauf er dann halt Lust hat. Ja, unspektakulär packe ich erstmal weg und nochmal gucken, wo wir anfangen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da vorne mit den Tomaten anfangen, mit dem Zuckerbusch. So, das Beet habe ich soweit vorbereitet. Hier sollen auf jeden Fall Pflanzen rein, die hier jetzt daneben stehen. Tomaten, Salat, ja, wie heißt er noch? Der Zuckerhut und so weiter und so fort. Da werde ich mir irgendwelche Sachen dann raussuchen. Was noch nicht so groß zu sehen ist, hier vorne habe ich ja mal Blattpetersilie ausgesät. Und das ganze Geschichtchen hier ist halt auf kleinem Raum möglichst viel an Ernte danach herauszubekommen und den Platz sinnvoll zu nutzen. Und ich habe da extra geguckt, was so an Beetnachbarn super passt. Und eine super Mischkultur wird hier dann sein. Eine Harmonie aus den eben genannten Sachen. Und ich kann so viel darüber erzählen. Am besten zeige ich euch das mal. Also als erstes fange ich an, die Tomatenpflanzen reinzubringen. An Tomaten habe ich mir ausgesucht Buschtomaten. Das ist die Sorte Zuckerbusch. Ja, also die werde ich nicht ausgeizen, die werde ich so wachsen lassen. Deswegen habe ich mehrere angezogen. Bei den anderen Tomatensorten möchte ich ja eher durchs Ausgeizen an neue Pflanzen gewinnen. Da markiere ich mir immer am besten, wo ich die Pflänzchen hinhaben möchte. Da möchte ich eine Tomate hinhaben. Da auch. Das sollte vom Platz her reichen. Dann haben wir hier in der Mitte noch einen. Und schon sind die Pflanzen weit auseinander. Das werde ich bis nach da drüben verfolgen. Ich gehe auch mit den Plätzen unterschiedlich um.
kann man wieder wunderbar Erfahrungswerte sammeln, ganz nebenbei. Genug Ernte kommt sowieso rum. So, und da habe ich jetzt so viel rumgetöffelt, wie viele Tomatenpflanzen kriege ich dann nachher unter. Hier ist es ein bisschen enger absichtlich. Ah, die kann ich ein bisschen hier rüberholen. 3, 6, 9, 10, 11 Tomatenpflanzen. Die kommen jetzt erstmal rein. So, Tomatenpflänzchen sind jetzt drin, alle 11 Stück. Und der Salat kommt nun dazwischen. Einfach wild durcheinander. Also Tomaten, Salat, Petersilie, Knoblauch. Hier, der Knoblauch nicht zu vergessen, ich habe ihn noch nicht erwähnt. Die passen super zusammen. So, ich muss sagen, dies ist ein Beet, wo nicht so viele Nährstoffe drin sind. Daran möchte ich halt arbeiten jetzt im Jahr und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Eins fehlt noch, hier am Rand werde ich noch Zwiebeln stecken, ist jetzt aber bei den Pflanzen nicht dabei, das mache ich ohne euch, nur dass ihr das wisst, als Beetbegrenzung dann noch Zwiebeln drin zu haben, das passt hier auch wunderbar rein. Also Knoblauch, da hinten habe ich Sellerie, ich habe geguckt, ob es da Probleme gibt, alles gut, ich hatte letztes Jahr auch schon neben Sellerie eine Tomate wachsen, war auch alles gut mit. Dann wie gesagt der Salat zwischen den Tomaten, das Einzige, was bei Tomaten halt problematisch wird, wenn sie zu feucht unterwegs sind, das heißt, das fördert dann die Braunfäule, ist natürlich nicht so schön, ne? Also letztes Jahr im Regen hatte ich natürlich deutlich mehr Braunfäule in meinem Garten. Ja, mehr Gartenjahre gab es ja noch nicht. Das ist jetzt mein drittes Gartenjahr. Ich habe übrigens, wen das interessiert, es gibt ein paar Menschen, die gerade von vorne alles durchgeguckt haben. Das freut mich sehr. Es ist schön, dass euch da meine Folgen gefallen und auch die Entwicklung. Ich habe gerade heute früh 3 neue Playlists angelegt und habe meine Dokumentation meines Gartens in 3 Saisons aufgeteilt. Jetzt sind wir in der 3. Saison, also wer da vielleicht noch mal ein bisschen sortiert dabei gehen möchte. Alle Folgen, ich habe auch Livestreams drin oder Kanaltrailer oder ich habe ja auch mal bei Lass mal nachhaltig eine Videobewerbung gelassen. Ja, wunderbar, das Beet ist fertig, dann gucken wir mal, wo wir weitermachen. Jetzt sind noch ein bisschen Quecke verehrt. Ja, so langsam habe ich mich an das Wort Quecke gewöhnt, wenn es dann so ist. Aber ich wollte nochmal ein Garteninterview führen, was durchaus so sein kann, dass es Quieke volksbräuchlich, sag ich mal, in Schleswig-Holstein so heißt. Mal gucken, finde ich vor euch heraus. Mich interessiert noch, woher ich das habe, dass ich immer Quecke sage. Ich werde immer dazu ermahnt. Quieke immer gesagt und jetzt habe ich es richtig gesagt. Ah, lustig. Da haben wir noch ein bisschen des sogenannten, oh, das geht tief. So, das soll reichen. Was kommt hier hin? Übrigens, die Erde ist fabelhaft. So tolle Erde. Wow. Also hier hat sich schon einiges an Humusphäre gebildet. Bin ich sehr glücklich mit. Wie letztes Jahr kommen hier auch wieder auf die Ecke die Zucchini-Pflanzen. Und ich dachte mir, um den Platz da hinten zu nutzen, auch etwas zu haben, wo man rankommt, beziehungsweise auch später im Jahr ernten kann. Hier links neben mir hatte ich ja die Physalis drin und hier möchte ich auf jeden Fall ein paar Physalis-Pflänzchen. Ich hatte hier schon Zucchinis drin, die wären auch noch durchgekommen, aber die hier sind weiter, gefallen mir. Ich habe genug und deswegen, die kommen jetzt hier an Ort und Stelle erstmal rein. Einmal fürs Protokoll, Zucchino ist sogar richtig, ich verspreche mich und habe das aber richtig gesprochen. Ich hatte es anders vor. Ich wollte Zucchini sagen, aber die Mehrzahl ist Zucchino, wenn ich das richtig, oder Zucchini ist die Mehrzahl und Zucchino ist die Einzahl. Ja, jetzt bin ich selber unsicher. Ist letztendlich nicht wichtig. Ich habe hier 2 Zucchinis, die da reingekommen sind, der Sorte Costalis Romanesco. Da bin ich gespannt, wie die nachher dann schmecken. Wunderbar. Also die Zucchinis sind drin und ich suche mir jetzt noch ein paar Physalis, die hier reinkommen. So, hier habe ich jetzt die Physalis. Übrigens, die Tomatensorte, die ich hier habe, die kommt auf jeden Fall auch sehr früh jetzt ins Beet. Das ist nämlich eine frühe Tomatensorte. Es gibt ja Unterschiede bei Tomaten. Und das ist die frühe Tomatensorte Martina. Also die sollte unbedingt ins Beet. Da teste ich auf jeden Fall rum. Letztes Jahr hatte ich die auch schon da, aber ich wusste nicht mehr, welche Pflanze das war. Deswegen muss ich dieses Jahr nochmal ran. Ja, und hier haben wir einmal Physalis Tomatillo und hier haben wir mal Physalis Anbeere. Ja, was wollen wir denn da mal reinhaben und wie viel wollen wir davon reinhaben? Ich würde sagen, nicht mehr als 2 Pflanzen. Die Zucchini werden noch riesig und deswegen würde ich sagen, einen davon und einen davon. Die Sache ist die, ich habe gerade drüben schon festgestellt bei den Tomaten, dass die Verwurzelung nicht so schön aussieht.
beziehungsweise es noch ein bisschen gebraucht hätte. Das würde ich gerne nächstes Jahr ein bisschen anders timen. Ich muss aber sagen, ich habe sehr verwöhnte Erde gekriegt. Das war nicht mehr meine Erde, das war auch Komposterde. Und im Vergleich zu letztem Jahr habe ich das Gefühl, die sind ziemlich faul bei der Wurzelbildung, wenn sie ihre Nährstoffe haben, so wie ich mir das auch schon gedacht habe. Also jetzt habe ich mal die andere Variante und ich brauche dann für nächstes Jahr irgendein Mittelding. Mann, die Chilis, die sehen auch echt schon toll aus. Es wird nachher die lila Luzi hier. Ja, eine Anbeere, eine Tomatello und ich würde sagen, oh, sie sehen gar nicht so unterschiedlich aus. Ich schnappe mir die hier vorne und die da. Jetzt könnt ihr das sehen, wie ich mich hier abbücke. Hier, das fällt auseinander, ist eigentlich noch nicht so weit aus dieser Sicht. Ich mache jetzt mal einen langen Schuh. Oh, ich könnte das eigentlich auch provozieren, hier eine hinzusetzen. Die machen sich hier rund. Wisst ihr was? Hier setze ich auch eine hin. Na, ein bisschen hier das Beikraut weg. Das ist übrigens von Herberts Kompost. So. So, und dann kommt die hier vorne mal rein. Welche war das? Die Andenbeere. Ja, du kriegst hier vorne Plätze. Mal gucken, wie du dich hier machst. Ich habe ja genug da. Ich wollte dies ja auf jeden Fall übertreiben, weil ich glaube, da kann ich richtig viele von essen. Habe ich mit Sicherheit lieber noch als Erdbeeren. Lehne ich mich weit aus dem Fenster. Bei den Erdbeeren habe ich ja noch nicht so Gas gegeben. So, hier ist eine Physalis drin. Der Stein kann weg. Hier, das hält gar nicht zusammen. Das fällt mir schon auseinander. Oh, nicht so schön, ne? Aber trotzdem sind noch Wurzeln dran. Das könnt ihr sehen. Aber ein Teil der Wurzeln ist auch Unkraut. Das ziehe ich mal raus. Das wollen wir nicht mit haben. Ah, da war der Klee. Von Herbert habe ich den. Na, so schaut das aus. Spannend. So, hier ist alles drin und dafür mache ich mal einen langen Schuh. Da kann ich ja gleich wieder durchhaken. Ich dachte, dass ich hinten zwei platziere. Oh, der ist auch schon ziemlich weit links. Irgendwie dahin, hin, dahin. Übrigens, den Feldsalat lasse ich stehen. Der soll sich wild aussehen. Da war ich gar nicht mehr bei. Wobei die Blätter jetzt bestimmt auch toll schmecken. Also so die Späten von Rucola waren ja auch mega geil. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen. Noch keine Erfahrung, kommt noch. Und hier gehe ich ein bisschen weiter hinter. Machen wir einmal da. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ob sie den Platz mag. Aber könnte auch sein, dass es zu dicht am Kompost ist. Wird sich zeigen. Und dann haben wir ja noch einmal Physalis Tomatello. Oh, die ist ein bisschen fester. Da weg, weg, weg. Beikraut wollen wir nicht. So, die sieht doch schon schöner aus. Die ist auch ein bisschen fester. Ach, geh mal mit beiden Füßen rein. Das ist das bei mir. Ich habe das ja gerne, auf den Beeten rumzulaufen. Leute, das macht so einen Spaß. Die konnte ich ein bisschen tiefer setzen, weil sie am Stiel dann doch einiges an Härchen hat und neue Wurzeln bilden kann. Könnte ich noch tiefer setzen, ist mir jetzt nicht so wichtig. Das mache ich bei den anderen. Bei denen hier lasse ich das einfach laufen. Das sind so Experimente. Egal, wir machen mal weiter. Hier soll ich kurz noch angießen und dann geht's ab zum nächsten Beet. Naja, irgendwann habe ich so ein Zinkteil. Hier schon ein bisschen besser. Ja, guck, hier unten zipscht das raus und man, ach, das, die taugen einfach nichts. Mich ärgern die einfach nur. Und Plastikmist. Aber natürlich halten in der Regel sehr lange, sofern keiner rauftritt. Gut, das Beet ist fertig, weiter geht's. Was haben wir denn hier noch? So, hier habe ich auch noch einiges. Noch mehr Zucchini. Kohlsorten, Kohl, wunderbar. Kräuter, 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 Kräuter. Ja, raus mit euch. Und Paprika und Zitronenverbene und Ananasminze. Und die Gurken, die kriegen auch einen tollen Platz. Da muss ich auch noch mal gucken, wo ich die Snackgurken hinpacke. Da habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Ich packe sie schon mal raus, damit ich hier drüber stolper, weil ich das sonst vergesse. Alles voll Ameisen. So, und die Geschichtchen, die können noch ein bisschen warten. Rotkohl, Weißkohl. Ja, ich mache erstmal das, was groß ist. Bevor ich aber mit dem Kohl weitermache, hier die nächste tolle Mischkultur, wie schon angekündigt. Das sogenannte Azteken-Indianerbeet. Es gibt noch ein drittes Wort. Wie hieß das? Milfa? Nee, Milfa ist, glaube ich, eine Mofa-Sorte oder so. Aus DDR-Zeiten. Milpa-Beet? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich und Namen ist immer das Gleiche. Dass ich mir überhaupt so viel merken kann, ist sowieso schon ein Wunder. Begrenzte Speicherkapazität. Gut, was habe ich hier? Drei Töpfe umgedreht, die markieren auf jeden Fall die Stellen, wo der Kürbis hinkommt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen,
den Bereich erstmal ja, abzumulchen. Das hatte ich ein bisschen als Schutz drauf, dass nicht gleich alles ja, furztrocken wird. Und somit habe ich jetzt erstmal vor den ganzen Kram runter und dann wird gepflanzt und ausgesät. Ich habe hier zwei verschiedene tolle Bohnen. Ich habe die falsch mitgenommen, sehe ich gerade. Hier habe ich Buschbohnen. Die muss ich noch einmal wechseln und ja, das mache ich nebenbei erstmal Mulch runter. Kann man wunderbar sehen, hat nichts geschimmelt, alles wunderbar. So, und das mache ich jetzt natürlich irgendwie möglichst sinnvoll, dass wenn ich dann irgendwann Mulch da wieder raufpacken möchte, das alles parat habe. Aber kann auch sein, dass ich mich irgendwann das doch auf einen Haufen tue. Das war jetzt einfach mal spontan geklugscheißt. So, oh, da ist Leben drunter, guckt euch das an, da ist richtig was los. Tut mir leid, Tiere. Jetzt erstmal Wohnraum weggenommen, aber oh, das sieht toll aus. Oh, schönes Beet. Das wird eine Freude. So, das ist jetzt erstmal alles am Rand. Den packe ich weg. Ja, womit fange ich an? Mit dem Kürbis. Da fehlen mir noch ein paar Pflanzen. Ich bin irgendwie ein bisschen auf der Suche nach Kürbis. Ich hatte ja vorhin natürlich ein paar Pattersons, aber ich will nicht drei Pattersons, sondern ich wollte eigentlich nur ein Patterson und zwei Hokkaidos aus unterschiedlichem Saatgut. Ja. Da lege ich los, Saatgut holen, Pflanzen holen und dann geht's weiter. Vorsichtshalber mal zwei Pattersons. So, hier haben wir dann noch die Stangenbohnen. So, ich habe ein kleines Problem. Tatsächlich habe ich mich bei den Hokkaidos aus irgendwelchen Gründen irgendwie vertan. Da vorne habe ich noch ein Hokkaido gefunden. Das ist hier ein unbeschrifteter, das war natürlich sehr clever. Ich denke aber mal, das ist eine Zucchini, deswegen ist das jetzt schlecht, was ich vorhatte. Ein Hokkaido werde ich also in der Mitte pflanzen, Patterson da und Patterson da. Also anders wird es nicht gehen, ist auch nicht so schlimm, alles gut wie es ist. Zucchini bringe ich wieder weg. So, schauen wir mal. Der kommt einmal hier rein, der Hokkaido. Dann machen wir doch einfach so, wie es kommt. So, die Bohnen, die lasse ich nochmal zur Seite. Das weg. Oh, ich liebe das mit den, ach, schön mit den Fingern in der Erde wühlen. Also merken, falls ich es irgendwann nicht mehr weiß, müsst ihr Zuschauer mir helfen. Hier haben wir den Patterson-Kürbis, den ersten und hier dann den zweiten. Wow, was hier los ist. So. Schön, so einfach ist das. Oh, das ist so eine Freude, so nach und nach die Sachen jetzt rein und dann demnächst geht dann die große Wachszeit zu. Erstmal sind die geschockt und müssen ab in die Wurzelbildung mit der Energie. Aber ja, ist doch schon ein schöner Anfang. So, jetzt müssen wir auch gar nicht mehr in die Mitte. Sieht alles super aus. Hier war ich nur mit den großen Latschen drauf. So, hake da hin. So, als nächstes schnappe ich mir die Maispflanzen und werde hier schön den Mais einmal drumherum verteilen. Und ja, eigentlich hatte ich einen sehr engen Pflanzabstand vorgesehen. Ich hoffe, ich komme hin. Ich glaube aber nicht, da die Wühlmäuse mir auch sehr viel weggefordert haben. Und deswegen, ich gucke mal, wie weit ich komme und den Rest werde ich per Direktaussaat dann ausbringen. Ich habe an anderer Stelle noch ein paar Maispflänzchen. Wer weiß, vielleicht wird das ja doch noch was. So, lege ich einfach mal los. Dafür fange ich in der Ecke an. Ich habe ja verschiedene Maissorten. Der schwarze Mais, der rote Mais und der grüne Mais. Wo fange ich denn an? Ich mache es bunt, ne? Wie soll es anders sein bei mir? Es steht ja im Kanaltitel. Kunterbunte Vielfalt. Betrifft nicht nur die Pflanzen, betrifft auch meine Art und das, was ich hier mache. Was haben wir denn hier? Grob 20 cm auseinander. Übrigens, die schreien nach Nährstoffen, das könnt ihr sehen. Das habe ich auch ein bisschen auf dem Zettel. Hier wird auch dann was an Nährstoffen reinkommt, beziehungsweise ein bisschen habe ich schon eingebracht, genau, im Vorfeld. Die soll nicht zu viel Stress erleiden jetzt, aber die Wurzelbildung ist hier schon viel, viel besser. Deswegen Step by Step hier jetzt die Dinger rein. Für euch spule ich dann einmal vor. Boah, hier ist Bodenleben drin, ey. Unglaublich. Richtig, oh, alles voll Würmer und ach toll, also eine Riesenfreude. So, mit dem schwarzen Mais bin ich noch nicht durch. So, weiter geht's. Jetzt haben wir den roten Mais.
Voll süß, als ich hier gerade die Kamera aufgestellt habe, den Vogel könnt ihr gerade hören, habe ich da einen kleinen Vogel verscheucht, den ich nicht gesehen hatte. Ist wohl gerne in der Hecke. Ist das die Heckenbraunelle? Kann mir das jemand bestätigen? Oh, wie schön. Herrlich. Hier ist Leben in der Bude. Ich habe rundum Smilen. Das ist so eine schöne Zeit gerade. Hier den ganzen Mais einzubringen. So schön. Oh. Und ihr müsst euch vorstellen, ne? Schwarz, rot, grün und dann der gelbe Zuckermais. So, ich hoffe, ich mache sie dicht genug. Ich habe mir das einfach so überlegt. Der grüne kommt jetzt. Ich habe die ganze Zeit von roten erzählt. Ich habe ja irgendwo mit grün angefangen. Also nochmal, schwarz, rot, grün. Die letzten Pflänzchen gerade. Mehr geht nicht. Den Rest haben die Wühlmäuse. So, hier habe ich noch ein paar vom gelben, den ich vom Nils gekriegt habe. Jetzt habe ich gerade... Nee, stimmt nicht ganz. Das ist ja noch viel toller. Gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe ja noch bunten Mais. Das war diese Tomar-Ernte. Bunter Tomar-Mais, so habe ich ihn ja auch genannt. Und dann habe ich hier den Sugrano-Zuckermais von dem lieben Nils. Da sind nur 4 Pflänzchen von 6 durchgekommen. Beim anderen 6 von 18. Also sehr tolle Quote. Es sei den lieben Mäusen gegönnt. Mein Gott, ich werde daran nicht sterben. Und wir kennen das ja, im Übermaß zu leben. Das habe ich dann auch. Es bleibt genug übrig. Und irgendwie wird das Beet auch so laufen. Ne? So, zack, rein. Erstmal der bunte, habe ich mir gesagt. Und den kreuzen wir quasi jetzt schon mit dem gelben. Oh, viel fehlt nicht. Eigentlich ganz schön, oder? So. Ja, so ein Totholzhaufen ist schon was Schönes. Ne? Oder beziehungsweise Wurzel und... Kann man zu diesem Wurzelwerk auch Totholz sagen? Da vorne auf jeden Fall, da wohnen Tiere drin. Ich hätte das eigentlich bald wegmachen wollen. Jetzt überlege ich mir das gerade zweimal. Weil, ja, wenn da jetzt Tiere drin leben, dann möchte ich das nicht auseinanderrupfen. Da unten hüpft er. Ich sehe dich. Jetzt wollen wir den letzten Mais mal fertig kriegen. Ich sabbel viel zu viel, ich zeige zu viel. Wird wieder eine super lange Folge, ich kenne mich. Nicht nur kenne mich, sondern ich habe jetzt schon echt viel Aufnahmen im Kasten für echt wenig Tat. So, ich habe mir jetzt gesagt, den restlichen Mais, den haue ich so rein. Das ist jetzt noch der Mais-Sugrano vom lieben Nils. Oh, das waren 2. Egal. In jedem Loch was verschwunden. Was habe ich denn hier noch Schönes drin? Oh, das wäre doch noch was gewesen hier. Zuckermais-Rainbow von den Inkas. Wunderschön. Ich bin hier bei noch nicht so vielen Mischkulturen gewesen. Ihr sollt ja noch ein bisschen was lernen bei mir. Und wir sind jetzt beim nächsten Punkt. Und zwar, den packe ich jetzt erstmal zur Seite. Ich wollte noch Bohnen pflanzen. Und zwar direkt daneben, ganz knapp. Das Wunderbare bei Stangenbohnen. Sie werden sich hier in dieser Mischkultur... Upsi. Sie werden sich in dieser Mischkultur schön hier am Mais hoch ranken. Ja, geben ins Beet dann wunderbar Stickstoff ab. Das wird dem Mais gefallen. Das wird, wenn es dann auch den Kürbis betrifft, auch den Kürbis betreffen, dann Nährstoffe zu bekommen. Das ist doch wunderbar. Allerdings die tollen Bohnen sind natürlich auch auf Nährstoffe angewiesen. Das könnt ihr denen letztendlich dann ansehen, wie allen Pflanzen im Garten. Man sieht das hier auch bei mir am Mais. Dann ist das Grün nicht mehr so satt oder... Na, man erkennt das an den Verfärbungen hier. Wird ein bisschen gelblich, ist kein kräftiges Grün. Da können immer Nährstoffe ran. Also hier kommen dann überall die Stangenbohnen ran und die werde ich jetzt erstmal überall verteilen. Ich habe jetzt 2 verschiedene Stangenbohnensorten. Das ist hier einmal die Kaliningrad und das andere ist die Feuerbohne. Ja, das hier habe ich von der lieben Nadine geschenkt gekriegt. Die werde ich auch mal einfach hier hinten verteilen. Ich drücke das alles dann gleich noch rein und eingehakt und so weiter. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe gerade gesehen, mein Akku ist schon bei 20%. So, ihr Lieben, das war jetzt ein Teil dessen, was ihr so machen könnt. Ich war total langsam unterwegs. Somit konnte ich euch jetzt Kohl und anderen Salat und so weiter erstellen nicht zeigen. Ich würde sagen, das greife ich die nächsten Wochen dann auf, wenn ich andere Videos drehe. Und werde euch zeigen, welche tolle
ja, was an tollen Pflanzen dann noch so zusammenpasst. Ja, ich habe so viel rausgesucht, hier guck mal, alles aufgeschrieben, was so sinnvoll wäre. Bei den Mischkulturen setzt man ja darauf, dass man ja, den Platz in den Beeten dann halt sinnvoll nutzt. Indianerbeet ist natürlich was Bekanntes. Beim Tortenbeet, das mit den Tomaten und ja, mit dem Salat und so weiter, ist natürlich auch eine Geschichte, die auch komplett neu ist. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, und somit gibt es dann halt auch tolle Beetnachbarn, allen voran, das ist so das Erste, was ich kennengelernt habe, müsste wahrscheinlich jeder von euch da draußen kennen, Erdbeeren und Knoblauch, die ergänzen sich super, super, helfen sich gegenseitig und ja, somit gibt es da wunderbare Erkenntnisse aus der Vergangenheit, die wir heutzutage anwenden können. Gibt ja auch Sachen, die gegen Mehltau helfen. Bei Zwiebeln und Möhren, also die Möhren helfen bei der Zwiebelfliege, die Zwiebel bei der Möhrenfliege. Also solche Ergänzungen von sowas rede ich und so kann man die Beete so ganz unterschiedlich aufbauen. Es gibt ja auch noch das Thema mit der Fruchtfolge. Das habe ich bei mir von Anfang an ignoriert und ich ziehe das auch weiter durch, weil ich glaube, mit diesem Prinzip Leben bringt Leben ist das mit den Fruchtfolgen ein bisschen passé. Ich denke, über die Jauchen, die ich so schön mache, kann ich auf jeden Fall Nährstoffe wieder reinbringen. Die Bokashi-Sache generell durchs Mulchen. Also es ist eine tolle Sache und das werde ich auch so weiterverfolgen. Sollte sich das mal ändern, werdet ihr von mir sofort diese Erkenntnisse kriegen, dass ich mich da ganz toll geirrt habe. Aber ja, die letzten Jahre hat es funktioniert. Warum soll es nicht weiter funktionieren? Einfach mal gucken, allein wie das Kiholbeet aussieht, wie der Spinat abgeht, Mangold und so. Und ja, also ich bin total begeistert. Hier habe ich noch viel, viel mehr Sachen auf meiner Liste. Ich werde auch als kleine Ankündigung demnächst auch mal um die Jauchen kümmern. Ich habe ja hier hinter mir letztens ein Beetvideo gemacht und habe ein bisschen was im Video zu den Brennnesseln gesagt. Habe dir einen Tipp, wie man da die Brennnesseln rauskriegt. Das ist so mein einziger Gegner, aber Brennnessel ist nicht mein Gegner, das ist auch mein Verbündeter. So halt nur partiell auf diese Situation aufs Beet beschränkt. Ansonsten sind Jauchen wunderbar, ich benutze das von Anfang an. Ich habe da einen ganzen Pott voll, gestern habe ich gerade erst gedüngt. Und es gibt nicht nur die Brennnesseljauche, es gibt auch Beinwelljauche. Es gibt noch eine dritte Sache, die ich jetzt ja angenommen habe. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, das nur als kleine Ankündigung, ein kleiner Schmankerl für die Zukunft. Ich war da in der letzten Zeit auch mal bei, hier kann ich das vielleicht noch sehen, genau Anfang Mai dann nochmal zusammenzutragen, was habe ich denn alles an Pflanzen und habe mir dann einen Überblick verschafft, habe geguckt, was generell schon gut zusammengekommen ist, hier lauter Listen, ne? Und dann habe ich letztendlich dann hier auch schon ein bisschen gemalt und mir eine Aufteilung gemacht. Oh, das haut sogar von den, nee, nicht ganz, so wäre das, da ist das Indianerbeet, da war das mit den Tomaten, ich muss so halten, Indianerbeet, Tomaten, hier ist das Kiholbeet, wo ich bei war und jetzt sitze ich da an der Stelle hinter mir, die Banane, könnt ihr die sehen, die hat es überlebt, sogar die 0 Grad, also die ist ein bisschen am Blatt, ist nicht so schlimm. Letzte Nacht hatten wir 0 minus 1. Ja, somit habe ich mir das aufgemalt und schon ein bisschen aufgeteilt. Ich komme gar nicht aus dem Sabbeln raus, ich beeile mich auch gerade wegen des Akkus, nicht, dass ihr auf einmal weg seid, das wäre echt mega ärgerlich. Je vielfältiger ihr den Anbau gestaltet, umso mehr schützt ihr euren Garten. Wie soll man sagen, ich nenne es jetzt einfach mal als gesamtes Ökosystem. Habe das auch aus einem anderen Video gezogen und ich selber halte das auch, wenn man so eine Vielfalt schafft. Ne? Ich habe das gesehen, was unter Mulch, Kellerasseln, Ameisen, verschiedene Vielfüßlerarten und. Also das mega. Und ich sehe auch viel häufiger diese kleinen Puppen für, ich weiß nicht, Kokon oder wie das heißt, für den Totenkopfschwärmer. Habe ich bei mir im Beet gefunden letztes Jahr. Und ja, einen einzigen und dieses Jahr habe ich viel mehr noch gefunden. Also die mögen meinen Garten richtig gerne. Ja, also ich kann euch das nur empfehlen, haut euch die Vielfalt rein. Richtig schöne Ergänzungen im Garten. Ich erzähle euch nichts Neues. Ich möchte euch nur als Zuschauer, die mich jetzt verfolgen, dann soweit auch weitergehen, was ich dann so bei mir reinpacke. Und ja, ich habe hier noch ein paar Sachen im Zettel. Ich ziehe die jetzt mal stur durch, dass ihr euch ja, daran noch bereichern können. Erdbeeren Knobi habe ich auf jeden Fall erwähnt. Das Tolle bei den Erdbeeren und Knobi, das habe ich gestern aufgefangen, wenn man nachher den Knoblauch erntet zur Sonnenwende, Juni, Juli, wenn ich das richtig verstanden habe, Ende Juni zum Juli rüber, da ist die Sommersonnenwende. Dann zieht man den Knoblauch raus, dann hat man die Erdbeeren. Und was habe ich hier aufgeschrieben? Da kann man dann was Neues, Tolles pflanzen, und zwar die Buschbohnen.
geben wieder Stickstoff an den Boden ab. Also mega toll. Also da freue ich mich drauf. Das werde ich auf jeden Fall so machen, so als ne, Folge. Karotte, Knobi passt gut. Karotte, Lauch passt gut. Hat alles was mit diesen Fliegen zu tun. Dann bin ich auch auf der ersten Seite fertig. Kohl und Erbsen passen gut, aber bei den Kohlarten aufpassen. Blumenkohl, Brokkoli, nicht zu Kohlrabi und umgekehrt. Also das funktioniert nicht so, das kann ich tatsächlich bestätigen, weil ich hatte da Kohlrabi-Pflanzen und da, wo Brokkoli und Kohlrabi nebenan waren, die waren beide kleiner und der Brokkoli wurde auch nicht wirklich was. Oder nee, es war nicht der Brokkoli, es war der Blumenkohl. Entschuldigung. Kohl geht auch super mit Tomate. Da dachte ich, hinten ans Pavillon, das Beet habe ich auch gestern freigemacht, Tomaten kombinieren mit Kohl, wunderbar. Kartoffeln, Tomaten weit auseinander wegen der Braunfäule, die haben dieselbe Krankheit. Ich habe sie ziemlich nah beieinander, das werde ich nächstes Jahr wohl anders machen, das werde ich befolgen, das macht schon Sinn. Gegen die Braunfäule kann man aber entgegenwirken, da kommen wir zu dem Thema Jauche, was ich gerade schon hatte. Da gibt es nämlich eine Möglichkeit über den Rhabarber, Kalium, ich bin gerade unsicher, dann da in die Beete zu bringen und den Pflanzen zu helfen, beziehungsweise man kann auch bestimmte Sachen direkt mit den Blättern machen, ist jetzt aber nicht so wichtig. Ich halte das ja möglichst frei und trotz Braunfäule kriegt man tolle Ernten bei den Tomaten. Also letztes Jahr hat das ja gezeigt. Wunderbar. Denn so Sachen Zucchini, Kürbis, Gurke nicht zusammen, das sind auch so Familien, das ergänzt sich nicht super gut. Denn Spinat, Radieschen, Möhren, solche Sachen passen super zusammen. Da kommen bei mir auch demnächst neue Direktaussaaten. Salat und Bohnen oder Erbsen. Ja, und das war's im Großen und Ganzen. Ich weiß jetzt zum Schluss, habe ich ein bisschen Druck gemacht. Ja, jetzt nehme ich den Druck raus. Und ja, bei mir wird es demnächst auch so weitergehen. Mal gucken, wie weit ich jetzt heute komme. Ich werde auf jeden Fall das Video dann zu morgen fertig machen. Wir haben jetzt, glaube ich, den 14. 15. ist für euch sinnvoll. Für mich bin ich jetzt heute ein großes Risiko gegangen, ein bisschen vordatiert, damit ihr das Video kriegt. Wenn es dann nachher bei mir schief läuft, werde ich das auch dokumentieren und da kriegt ihr auch wertvolle Infos. Ich freue mich jetzt auch weiter, diese Pflanzzeit anzugehen und sage ansonsten an dieser Stelle für alle, die das Video bis zum Ende gesehen haben, vielen Dank fürs Zusehen. Es freut mich, dass ich euch so weit unterhalten kann und so weit mehr Wert bieten kann, dass sie bis zum Ende bleibt. Das ist immer eine Riesenfreude. Hallo Amsel, die werden zutraulich, ja? Ich habe ja bei mir im Bunker Amseln, da waren drei Eier und das sind mittlerweile Küken. Ich will das auch nicht filmen, ich will die in Ruhe lassen. Hier, du lässt meinen Kohl in Ruhe, ne? Die müssen mir doch nicht mopsen. Hier, das läuft nicht. Lass mir ein bisschen was übrig. Ja, das verlockt ihr und schon ist sie weg. Für alle, die noch kein Abo dagelassen haben, ich würde mich super freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und das Ganze hier weiter begleitet. Wie gesagt, es geht ums Allgemeinwohl. Ich wiederhole mich. Natürlich geht es auch um mich, gar keine Frage. Für mich ist das auch eine wunderbare Chance, hier im Leben voranzukommen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hätte auch mal bis zum Ende in die Kamera gucken können, aber ich war gedanklich schon wieder bei einer neuen Sache, ne?